Er ist halt ein bisschen faul und ein bisschen verfresser, aber das ist okay. Das heißt nicht unbedingt, dass er ein schlechter Herrscher ist. Ja, boah, nicht unbedingt. Ja. Vielleicht, es wird so ein Volkstümer. Herrscher. So. Sonst war da keiner dabei, gell? Der da besonders negativ hervorsticht. Nein, Gott. So, dann gucken wir mal, wer von euch charakterlich, ich denke, der da. Wobei es halt für den schwierig wird, da irgendwie Nachfolge zu produzieren. Das ist ein Säufer. Macht nichts. Damit komme ich klar. So. So, mein Freund. Du kriegst jetzt ganz viele Untertanen. Zenris oder Duda, wie sie heißen. Da ist Zenris. Der noch einen anderen Besitz? Ah, dem gehört auch. Der ist der Herzog von Starnik, deshalb. Ja, aber warum wird der mir auch nicht angezeigt? Der Herzog von Hastenet gesehen. Ja, aber die müssten noch trotzdem dem unterstellt werden können. Aber stimmt schon, ich sehe hier keine Dukes. Ich kann dem irgendwie keine Herzöge unterstellen. Warum das? Der ist doch höher. Verstehe ich nicht.
Das sind die ganzen Knaben außen aus hier im Norden. Das sind alle Städte. Wen haben wir denn da? Ach, Albusdorf, und da steht man mit auch noch direkt. Und dann kriegt der halt Albusdorf ins Auge noch. Kleine Entschädigung. Der steht mir auch direkt. Warum geht das jetzt nicht? Der ist doch mir direkt unterstellt. Sollte er sich mit dem rumprügeln? Menschen finden. Da ist er. Da. Mit dem darfst du die Stresse. 34 von 32. Hätte ich die zwei Herzogtümer da nicht ernannt, wäre das kein Problem gewesen. Aber das hätte ich ja nicht ahnen können. Ich könnte das Dings wieder wegnehmen. Aber das macht meine Vasallen alle sauer. Und das kann ich jetzt echt gar nicht gebrauchen. Geistermund, und er steht mir noch direkt. Ja, weil das ein Herzogtum ist. Kann ich dem hier Herzogtümer überlassen? Nee, irgendwie auch nicht. Seltsam. Und dem da? Dem könnte ich Nullen überlassen, wenn ich das wollte. Könnte man sich eigentlich auch überlegen, gell? Wobei, solange die Liga mir direkt untersteht. Mir wahrscheinlich mehr Einnahmen. Okay, ich muss irgendwie noch zwei Vasallen loswerden. Shit. Ah, ist das ein Ärger? Warum kann ich die denn nicht, warum kann ich die Herzogtümer denn bitte schön nicht? Drei Herzogtümer stehen hier rum. Immer von allem irgendwie so ein bisschen verschont da in der Ecke. Ja, den wollte ich aber Westerland schnitzen. Tja. Das ist jetzt irgendwie doof. Das zählt nicht als Vasall.
Schwierig. Wir warten mal ein bisschen ab. Vielleicht geht das ja dann noch. So, wie sieht es eigentlich aus bei dem Intrigengedöns? Ja, das hat sich doch massiv verringert. Nachdem der Hochadel des Reiches zum ordentlich gerüttelten Maß hinweg den Kopf abgeschnitten bekommen hat, na, der hat das Problem gleich gelöst, hervorragend. Nö, hat sich nichts getan. Wo ist denn nochmal Ostlichtrand? Vor allem ist das ein Dingsbums, denn er steht mir direkt. Hallo? Scheiße, wo ist Ostlichtrand? Das hört sich irgendwie nach Silvania oder sowas an, oder? Nee. Wo zum Geier ist das? Ja, wenn das Reich eine gewisse Größe erreicht, wird es langsam schwierig, den Überblick zu behalten. Es müsste ja ein kleines Wappenschild zu sehen sein. Scheiß drauf, wenn man das anders Vasallen. Da ist er. Ah! Gott. Dann kannst du so knicken, dass du... Wieso darf der im Amt bleiben? 2050, okay, das machen wir anders. Mit dem soll ich jemand anderes rumschlagen. Talapheim ist nicht so... Talabekland. Humbert. Pass auf Humbert. Da. Den kriegst du aufs Auge gedrückt. Haken du Kopf ab, schick mir den Kopf. Haben wir da noch mehr so faule Eier im Kopf? Nö, sonst ist okay. Ulrichs, Talm und Sigmariten. Sonst alles gut. Toll, jetzt sind wir einen wieder los, noch losgeworden, aber was wir mal überlegen könnten, kann man vielleicht die hier dem Knaben hier das übertragen, hier dem. Dem hier. Da kann ich ja eigentlich auch mal nützlich machen. Nee, so rum. Nee, dem kann ich auch keine Herzöge unterstellen. Ah, ist das ärgerlich! Nee, auch nur Grafen. Es endet aber nichts. Ich muss noch einen Vasallen loswerden.
Außerdem verwirrt mich gerade, dass ich einem Kurfürsten keinen Herzog unterstellen darf. Ich kann jetzt schlecht den Herzögen das Ding... Naja gut, früher oder später gibt es einen Aufstand. Also sicher wie es arm in der Cash, gell? Und dann putzen wir wieder ein paar Herz... Da putzen wir da unten die Herzöge. Das gibt es doch nicht. Ah. Echt jetzt? Ich sag noch, der nächste Aufstand kommt sicher. Zumindest jo. Was ist das denn schon wieder? Das gibt's doch nicht. Den habe ich doch gerade erst ernannt. Das ey Leute, jetzt echt. Versucht die da hier loszuwerden. Naja gut, der unterstand mir glaube ich die ganze Zeit direkt. Dann machen wir, wenn wir den platt gemacht haben, treten wir den ab und dann ist auch gut. Sehr schön, der hat sich um das Problem gekümmert. Ja gut, im Moment habe ich deshalb auch nicht mehr zu viele Vasallen. Das ist klar, ich habe ja direkt wieder einen Kurfürsten verloren. Ah, das gibt's doch nicht. Den kann ich denn zu den Waffen rufen? Ja gut, so langsam ginge das auch wieder. Naja, im Osten rufen wir besser noch keinen zu den Waffen. Die würden nur plattgewalzt. Das macht keinen Sinn. Ja, und dann kommen die wieder. Das ist jetzt natürlich aber schick. Das ist der Sigma-Kult. Kennst du schon den Sigma-Kult? Das vielleicht? Ah ne, das war ja der Großtiergenis. Das habe ich ja versucht. Nee. Dem kann ich leider keine Herzöge unterstellen. So würde ich das nämlich direkt schmerzfrei machen. Das ist natürlich schick. Das ist eine Szene. Warum trecht ihr euch? Ja, ist mir egal. Jawohl, wir sind aber wieder im Plus, nachdem ich die ganzen Söldner entlassen habe. Dann müssen wir nicht zügig da oben die Stadt bauen, dann können wir die nämlich rausgeben. Es ist halt immer noch doof, dass wir als keinen Frieden bekommen, sodass mein Marschall da nicht mal was machen kann.
Wo ist der? Analos. Ah ja, hatten wir das nicht schon? Okay. Ja, dann soll der mal kurz damit aufhören. Ja, komm, den schicken wir gerade. Ja, der soll sich mit denen da mal. Wie, der hat meinen Hof verlassen. Wie sollen wir denn bitte schön... Ja, aber das ist doch, das sind doch hier Dingsbums, Chaos-Heinis. Da kämpfen die doch, die Sigmauern. Also schön, rufen wir Kyfria zu den Waffen. Und Stierland rufen wir im Süden auch zu den Waffen. Wenn es nicht anders geht, dann machen wir es halt so. Sehr schön. Ach, das ist natürlich gut, wenn es jetzt langsam in Norskama vorangeht. Aber ich würde sagen, ich setze meinen nächsten Cut. Wir sehen uns gleich wieder. Bis dann. Tschüss.